So, da sind wir also und er mittendrin. Er ist der Anwalt des Zuschauers. Mann vor Ort, Ort am Mann, gestatten Ortmann. Ein Theatermacher auf der Suche nach seiner neuen Bühne, ein unbehauster Hausregisseur. Er will sein Publikum, er will sie mitnehmen auf eine Entdeckungsreise hinter die Kulissen einer Baustelle. Und zwar hier, Augsburg-Martini-Park, ein faszinierendes Gelände im Herzen des Textilviertels. Benannt nach den Brüdern Martini. Nein, nicht die. Die auch nicht. Nein. Die hier im 19. Jahrhundert Stoffe veredelten. Und das soll hier am selben Ort wieder geschehen, denn auch im Theater werden ja Stoffe veredelt. Und auch wenn man es kaum glauben mag, hier soll schon in wenigen Wochen Theater gespielt werden. Aber bis dahin gilt, betreten verboten. Wir dürfen trotzdem hinein, zusammen mit diesem Mann. Er glaubt nicht nur fest an die Zukunft, er arbeitet hart daran. Hallo, Herr Hendrik Euling-Stahl. Ich bin Architekt von der Ausbildung her. Und man hat vor 3 Jahren ungefähr am Theater Augsburg eine Stelle geschaffen, einen etwas sperrigen Titel, Beauftragter für Baubelange. Es geht darum, dass das Haus eine Vertretung braucht gegenüber den Planungsbüros, gegenüber dem Hochbauamt, also eine Art Nutzervertretung. Was für ein schönes Wort, Nutzervertretung. Und was macht man da so? Planung, Vorplanung für die verschiedenen Interimsräume, aussuchen, wo geht es überhaupt hin, aufnehmen von Bedarf, ein standortneutrales Raumbuch für die Sanierung selbst. Standortneutrales Raumbuch, das klingt nach einem Bestseller. Dann lass uns mal ein bisschen reingehen hier. Oh, hier wird geduzt. Klar, Baustellensprech. Aber wo ist eigentlich der Helm? Vorsicht, hinter dir. Nicht fallen. Gut, dann komm kurz mit. Und wo sind wir hier? Wir stehen jetzt hier eigentlich an einem untergeordneten Anlieferung zum Orchester. Es sind also alles Gipskartonwände gebaut worden hier in den Hallen, die eigentlich leer waren. Und es entstehen hier die Räume für das Orchester. Sieht man hier Orchesterprobensaal zusammen mit dem Lager für das Orchester. Da drin findet sich eine NSHV und man sieht das an den sehr dicken Kabeln, die da oben reingehen. Wie bitte? NSHV? Was soll das denn sein? Niederspannungshauptverteilung. Also von dort aus wird erstmal der gesamte Strom aufgeteilt und dann in die einzelnen Bereiche gebracht. Ach so, ja, na klar. Hätten wir uns eigentlich denken können. NSHV. Für das magische Dunkel im Theater braucht man natürlich erstmal Licht. Und die Raumgröße ist natürlich wunderbar für einen Orchesterprobensaal. Im Moment ist es noch sehr hallig. Da müssen wir jetzt vom Theater aus selber eingreifen und überlegen, wie wir das Ganze dann gestaltet kriegen, was die Raumakustik angeht. Probieren wir aber einfach auch aus dann. Dann. Das scheint hier das große Zauberwort zu sein. Apropos, glaubst du, ihr schafft das, Hendrik? 15. März begonnen hier überhaupt, da war alles leer. Und wirklich unter Hochdruck gearbeitet, alle Firmen, um irgendwie fertig zu werden mit dem Zeitplan. Dann schon wieder dann. Aber keine Antwort auf meine Frage. Schafft ihr das? Der Zustand der Räume, durch die wir eben gegangen sind, zeigt, dass wir natürlich einen Fahrplan haben, was wir zuerst in Betrieb nehmen und was wir dann in Betrieb nehmen. Der Vergleich mit dem Berliner Flughafen ist immer schnell hergeholt, aber das ist ja nicht das einzige Gebäude, was hier in der Republik entsteht. Das heißt, es wird ganz, ganz viel gebaut, was niemanden interessiert, weil es nämlich zeitgerecht und auch kostentechnisch vernünftig fertig wird. Und insofern versuchen wir uns da immer so ein bisschen abzugrenzen und zu sagen, ja, das mag sein, das ist solche Beispiele, da gibt es ein oder zwei davon, aber sie immer zu zitieren in Bezug auf solche Vorhaben wäre kein gutes Omen und passt auch nicht auf das, was hier gerade geschieht. Mit anderen Worten, ihr schafft das. Was für mich auch eine Herausforderung war oder ein echter Ritt, den ich so noch nicht gemacht habe, ist hier die Ertüchtigung Martini. Also 15. März, wie gesagt, begonnen. Und jetzt zur Bundestagswahl praktisch die erste Veranstaltung da drin. Das ist wirklich sehr sportlich. Ich habe eigentlich noch nicht ein einziges lautes Wort gehört hier. Das ist wirklich außergewöhnlich, muss ich sagen. Selbst habe ich so noch nicht erlebt. Aber wir haben hier auf YouTube nicht so viel Zeit. Nur schnell weiter. Hier in der Probebühne wird szenisch geprobt. Da werden wir auch noch überlegen, ob wir die Oberlichter überhaupt abdunkeln. Tageslicht ist ja fürs Theater manchmal auch nicht so schlecht.
das Ganze hier Chorsaal für den Chor. Im Moment sind hier noch zu viele Tauben unterwegs. Das liegt einfach daran, dass das Gebäude noch nicht zu ist. Gehen wir lieber mal weiter. Also hier dann jetzt sozusagen die Spielstätte selbst. Ansteigende Tribüne für 620 Plätze. Bühnenkonstruktionen, die wir schon von der Schwabenhalle hatten, die wir jetzt praktisch hierfür ertüchtigt und ein Stück weit umgebaut haben. Das sogenannte Rigging-System oben über der Bühne, in das wir später unsere Beleuchtungseinrichtungen und Züge hängen. Oben sieht man schon dort, wo das Fluchtwegschild noch hängt, wird die Regie sein. Fluchtwegregie? Soll das etwa eine Anspielung sein? Flieh vor Regie, jetzt oder nie? Aber was ich mich schon die ganze Zeit frage, was ist das Wichtigste am Theater? Das sind natürlich Türen, die Türen. Türen, die zum Teil noch fehlen. Genau, Türen. Und wofür braucht man die? Viele Möglichkeiten zu fliehen aus dem Gebäude heraus. Wie bitte? Ich dachte, man soll dieses Haus lieber oft und gern betreten. Und wir warten jetzt eigentlich auf die Einbauten, die wir vom Theater aus noch machen, so wie der Kabelzug, den man jetzt noch sieht, hier abgeschlossen ist. Und weiter geht's. Wir können gern mal hier vorgehen. Wir müssen ja Schauspiel und Orchester zusammenbringen. Oder Musiktheater und Schauspiel. Schauspiel braucht kein Orchester. Wir haben es so gelöst, weil wir hier ja keinen Orchestergraben einbauen können, dass wir die Bühnenhöhe auf 1,30 Meter, jetzt aktuell 1,36 gebracht haben, sodass das davor sitzende Orchester nicht im Bild sitzt, wenn sozusagen hier Musiktheater stattfindet. Im Schauspiel würden wir die Fläche ausbauen. Da haben wir bewegliche, rollbare Elemente, die dann aus dem Dekorationslager da drüben kommen, hier reinkommen, sodass wir direkt an die Zuschauertribüne rankommen. Puh, das braucht aber noch eine Menge Arbeit und Fantasie. Da gleichen sich Bühne und Baustelle. Naja, da wollen wir für den Moment nicht länger stören. Servus. Ja, servus, da geht er hin. Aber wird er es wirklich schaffen? Kann der Nutzervertreter das standortneutrale Raumbuch pünktlich zuschlagen? Oder müssen im Lichte der NSHV noch Überstunden geleistet werden? Und was wird aus den Tauben im Martini-Park? Alle Antworten gibt es beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Betreten verboten.